Willkommen zum letzten Video des Online-Kurses. Zum heutigen Abschluss werden wir uns noch mit einigen Techniken zum Vorstiegsklettern beschäftigen. Dieses Video jedoch bitte nicht als Ausbildung zum Vorstiegsklettern verwenden. Hier werden nur einige Punkte veranschaulicht, um eine Wissensgrundlage für einen praktischen Kurs zu erlangen. Im Vorstiegsklettern wird das Seil während des Kletterns in die Expressschlingen eingehängt. In Kletterhallen sind diese meist fix montiert, in Klettergärten sind meist nur Bohrhaken angebracht, an denen die eigenen Expressschlingen eingehängt werden können. Zuerst kurz zum Aufbau der Expressschlingen. Im Prinzip sind es zwei Schnappkarabiner, die durch Bandmaterial verbunden sind. Ein Ende kann in den Bohrhaken gehängt werden, durch das andere Ende läuft das Seil. Beim Klettern ist es wichtig, das Seil richtig in den Karabiner einzulegen. Das Seil muss immer von hinten nach vorne durch den Karabiner laufen, das heißt, die Expressschlinge vor dem Einhängen eventuell auch in die richtige Position drehen, falls diese verdreht ist. Dies ist wichtig, da es bei falschem Einhängen bei einem Sturz dazu kommen kann, dass sich das Seil selbst aus dem Karabiner ausklinken kann. Daher immer überprüfen, ob das Seil von hinten nach vorne durch die Expressschlinge verläuft. Während des Aufstiegs muss auch jede einzelne Expressschlinge verwendet werden, um Sturzwege zu minimieren und so das Verletzungsrisiko zu verringern. Was leider auch oft beobachtet werden kann, ist das Halten des Seils zwischen den Zähnen beim Einhängen von Zwischensicherungen. Dies kann im Falle eines Sturzes auch zu unschönen Folgen führen. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Vorstiegsklettern ist die richtige Position zum Einhängen. Da für das Einhängen eine Hand benötigt wird, sollte man sich zuerst gut positionieren und guten Stand haben, um nicht während des Einhängens zu stürzen. Um möglichst wenig unnötiges Seil auszugeben, müssen Expressschlingen immer auf Hüfthöhe eingehängt werden. Wir werden jetzt kurz demonstrieren, was bei Missachtung dieser Punkte passieren kann. Wir sind jetzt im Top Rope gesichert und hängen zusätzlich ein Seil wie im Vorstieg ein, um einen Sturzweg bei Einhängen auf Hüfthöhe und überstreckten Einhängen zu vergleichen. Als erstes ein simulierter Sturz beim Einhängen der vierten Expressschlinge auf Hüfthöhe. Im Gegensatz dazu der simulierte Sturz bei überstrecktem Einhängen der vierten Expressschlinge. Das richtige Einhängen sollte unter Top-Rope-Sicherung öfters geübt werden, bevor nur im Vorstieg geklettert und gesichert wird, da im Klettern kleinste Fehler fatale Folgen haben können. Auch Sichern im Vorstieg ist etwas komplexer als Sichern im Top-Rope. Neben der richtigen Handhabung mit dem Sicherungsgerät ist auch hier die Positionierung sehr wichtig. Der nächste Umlenkpunkt, gesehen vom Sichernden, ist die erste Expressschlinge an der Wand. Daher ist die richtige Position für das Sichern im Vorstieg immer nahe an der Wand und es muss auch darauf geachtet werden, dass man sich nicht im Sturzbereich des Kletterers befindet. Bevor im Vorstieg geklettert und gesichert wird, sollten einige Vorübungen absolviert werden, um sich daran zu gewöhnen. Vorübungen zum Sichern im Vorstieg sind beispielsweise Querklettern in Absprunghöhe oder auch eine doppelte Absicherung mit zwei Sicherungen, mit zwei Sicherern, einer im Top Rope und einer im Vorstieg. Dies war das letzte Video des Online-Kurses. Ich hoffe, wir konnten euch einige Einblicke in die Welt des Kletterns geben oder Grundlagenwissen wieder auffrischen und wünschen euch viel Spaß beim sicheren Klettern. Zum Abschluss des Kurses gibt es noch einen kurzen Feedbackbogen im iMOOCs-Kurs, um etwas Rückmeldung zum Kurs zu geben.